Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MyShish. Wir haben heute mal einen neuen Kopf wieder für euch auf meinem Kanal. Und erstmal auf jeden Fall krasser Style mit einer Aldi-Jogginghose, die 5 Jahre habe ich die mittlerweile, mit Chlorflecken und Lacoste-Pullover. Genauso muss das heutzutage aussehen. Nee, Spaß beiseite auf jeden Fall. Heute geht es um den neuen Kopf, und zwar geht es heute um den ATH Traverten. Ein Kopf, wo ich schon öfters nachgefragt wurde, dass ich den mal vorstelle. Ich habe mir den jetzt einfach mal geholt, weil, naja, ich rauche halt immer mit einem Zeus und immer mit oder mit einem Oblaco, wenn ich Dark Blend rauche. Und ich dachte mir, es wird auch mal wieder Zeit für einen neuen Kopf. ATH selber, ja, wer ATH nicht kennt, Hersteller von Aquamenta, von Adalia, von Blue Horse jetzt mittlerweile auch. Machen auch Pfeifen und wie gesagt auch Köpfe. Ich habe mir jetzt hier den Traverten geholt. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Der ATH Traverten, hier steht drauf 100% aus Stein. Also 100% Stoneware. Ich meine, das sagt KS auch, ja, beim KS Apo, aber es ist ja kein reiner Steinkopf. Inwiefern das jetzt wirklich 100% Stein ist, kann ich nicht sagen. Ich denke, es ist trotzdem eine Art Ton-Stein-Gemisch. Der Kopf ist 100% handgemacht, ja. Also der wird von Kopf zu Kopf ein bisschen unterschiedlich sein, was jetzt Depotgröße angeht. Aber das ist nun mal so. Ihr bekommt das hier in so einer schönen Verpackung geliefert. Hier hinten steht das drauf. Hier, ich habe den Traverten Yakut. Also Yakut ist diese rot-weiße Farbe. Ansonsten, der ganze Kopf ist hergestellt in der Türkei. Ihr macht das dann auf. Und euch lächelt hier schon die Unterseite vom Kopf an. Wir nehmen dann hier mal das alles weg und holen den Kopf mal raus. Also der Kopf ist für einen Kopf schon verdammt schwer. Ich muss auch sagen, ich finde den ziemlich klobisch, aber irgendwie auch mega nice. Ihr habt dann hier nochmal so einen Anhänger, so einen ATH-Anhänger, das ist einfach mit Bindfaden festgemacht. Ich habe das alles für euch aufgehoben, um euch das im Review zu zeigen, hinten mit einer Schleife. Das Ganze mache ich aber jetzt mal ab. Ja, dann habt ihr hier diesen blanken Kopf in den Händen. Das hier oben ist alles glasiert in der Farbe, die ihr haben wollt. Bei mir jetzt halt hier Yakut. Und dann hier unten habt ihr quasi dieses blanke Ton-Stein-Gemisch. Hier unten ist dann nochmal dieses ATH rein, ja, gestempelt. Ich hoffe, das fokussiert und man sieht das. Wie gesagt, hier ist das ATH-Logo eingestempelt. Und das unten ist halt alles unglasiert. Was mir übrigens gleich aufgefallen ist und was mich auch ein bisschen stört. Ich meine, klar, das Ding ist handgemacht, aber man hat hier oben diese kleine Schramme, ja. Die ist auch mit überglasiert, überlackiert, wie auch immer. Also würde ich mal behaupten, ja, das ist jetzt nicht abgebrochen beim Transport oder so, weil sonst wäre das ja nicht, ja, überglasiert. Noch so einen Huckel habe ich hier im Pfannenloch. Und ansonsten ist der aber wirklich super glasiert, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wofür ist dieser Funnel jetzt gedacht? Auf jeden Fall rein zum Smokebox rauchen. Also mit Alufolie, man kann es wahrscheinlich machen, ich empfehle es allerdings nicht, weil wie ihr seht, ihr habt hier diese Lippe, wo dann halt einfach diese Smokebox, ja, drin sitzt. Allgemein, das Depot, muss ich sagen, ist schon ziemlich klein. Wir gucken jetzt mal hier auf der Verpackung. Da gibt ATH an ungefähr 10 bis 20 Gramm. Kommt halt drauf an, welchen Tabak ihr nehmt und wie ihr das baut. Ich würde so sagen, 10 bis 17 Gramm, viel mehr passt da nicht rein. Aber wir wiegen das auf jeden Fall gleich im Kopfbau nach. Ja, ich finde das Depot relativ ja, klein, muss ich sagen. Und ich glaube auch nicht, ich habe den ja schon ein paar Mal geraucht, ich glaube auch nicht, dass wir hier 20 Gramm reinbekommen. Nichtsdestotrotz habe ich auf jeden Fall soweit jetzt alles über den Kopf im Voraus erzählt, was ich euch erzählen wollte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in den Kopfbau, heute mal nicht im Schnelldurchlauf, sondern mit ausführlicher Erklärung nebenbei. Und dann sehen wir uns hier gleich nach dem Kopfbau wieder. Bis gleich. So Leute, willkommen zum Kopfbau. Wir wiegen jetzt hier als erstes mal den Kopf alleine. Und dann merken wir uns 349 Gramm und wir wiegen das Ganze dann nochmal, wenn wir quasi fertig sind mit Bauen. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch einfach den Kopf minus nehmen, aber die Waage bleibt nicht so lange an, bis wir fertig sind. Übrigens, wir rauchen heute den Amosa Grape Mint. Und
Wir machen erstmal hier die Dose auf, nehmen uns hier unsere Gabel, machen die nochmal fix sauber und dann ganz, ganz wichtig, wie immer, ja, erstmal den Tabak durchrühren, dass die Molasse, die sich unten abgesetzt hat, überall ist. Übrigens, ich verlinke euch da an der Stelle nochmal das Video zum Mimosa Grape Mint, den wir jetzt hier rauchen, habe ich auch schon hochgeladen. So, dann haben wir das Ganze aufgelockert. Nehmen uns hier unseren Kopf und dann lassen wir das Ganze hier locker fluffig reinfallen. Und wie ihr schon seht, hier passt nicht unbedingt viel rein. Ich versuche das jetzt auch nicht irgendwie anzudrücken. Also ich will das schon auf Fluff haben. Ich baue das so, also jetzt beim Reinfallen lassen, machen wir das so knapp über den Rand. Einfach, weil wir das ja noch ein bisschen verteilen, und wenn es Vollkontakt dann im Endeffekt wird, naja, dann wird es halt Vollkontakt. So, dann nehme ich mir hier mal meine Nadel und dann fangen wir mal an, das alles zu verteilen. Ich mache das nicht mehr so gerne mit der Gabel. Eigentlich macht man es mit einem Lochstecher, aber wer hätte es gedacht? Ich habe keinen Lochstecher. Ja, einfach weil ihr mit der Nadel viel, viel weniger Druck ausübt und ihr das besser verteilen könnt als mit der Gabel. Ja, für die Videos im Schnelldurchlauf mache ich das halt trotzdem noch mit der Gabel. Aber ja, der Mimosa Grape Mint, wie ihr schon seht, ist ein relativ guter Schnitt, ja, schön mittel. Der lässt sich hier drin gut bauen. Ich muss aber auch sagen, wenn ihr jetzt hier einen Tabak habt, der einen relativ groben Schnitt hat, dann ist das aufgrund des etwas kleinen Depots relativ schwierig zu bauen. Also wie gesagt, ich nehme da am liebsten Tabak, der einen feineren Schnitt hat. Wenn ihr das jetzt hier im Hintergrund irgendwann mal schlittern hört oder so, das sind meine lieben Katzen, die ja hier irgendwas auch immer machen. Wir machen jetzt hier noch das Funnelloch ein bisschen frei. So. So, einfach, damit uns jetzt nicht unbedingt alle Tabakblätter hier in die Bowl fliegen. Den Rand hier frei, wo dann die Smokebox drauf sitzt. So. Dann hier oben auch nochmal. So. Dann haben wir hier noch ein widerständiges Tabakblatt. Und ansonsten, ich denke, das hier könnte man noch ein bisschen angleichen. So. Ansonsten, ich denke, ja, das ist alles ungefähr eine Höhe. Es sollte sehr, sehr guter Noppenkontakt sein. Vielleicht sogar fast Vollkontakt, aber ich hole jetzt mal die Kohlen, packe die Smokebox drauf, warte 5 Minuten und dann sehen wir uns zum Rauchen wieder. Bis gleich. So, also mir ist aufgefallen, dass wir vergessen haben, den Kopf zu wiegen. Wie gesagt, hier jetzt nochmal gebaut. Und dann stellen wir den mal drauf. Zur Erinnerung, 349 Gramm hatten wir vorm Bauen. Ich stelle den mal hier her. Und wir sind jetzt bei 363, bleibt das dabei, wenn ich das mir in die Mitte stelle. 363, wir stellen es nochmal in die Mitte. 363, das sind nach Adam Riese 14 Gramm. Ja, 14 Gramm, genau. Also 14 Gramm Tabak haben wir hier drin, nicht viel. Aber ja, wir quatschen da gleich drüber, also bis gleich. So Leute, willkommen zurück. Kopfer habe ich euch ja gezeigt. 14 Gramm habe ich jetzt reingepackt und das mit einem guten Vollkontakt. Also es ist kein Noppenkontakt geworden. Ich habe jetzt hier die Smokebox draufgelegt und das ist Vollkontakt. Ja, also die Smokebox liegt jetzt noch nicht in den Rillen. Ich habe die Smokebox jetzt ruhig draufgelegt und 2 Kohlen rein. Warum 2 Kohlen, komme ich gleich dazu. Erstmal grundsätzlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Depot so klein ist. Ja, also meiner Meinung nach, breiter hätte man ihn auf jeden Fall nicht machen können, weil dann passt die Smokebox nicht mehr. Aber die ist ja so
abgerundet wie der Oblako quasi und nicht wie der Zeus eckig. Man hätte das meiner Meinung nach eckig machen können und ein Stück weit tiefer, damit man einfach ein größeres Depot kriegt. Einfach, dass man vielleicht wirklich auf 20 Gramm kommt. Aber das ist ja meine persönliche Meinung, weil ich rauche gerne lange. Und ich rauche gerne mit viel Tabak in dem Sinne. Ja, also Zeus 20 Gramm bis 25 kriege ich da schon rein, wenn ich ordentlich baue. Hier jetzt 14 Gramm. Wirkt sich natürlich auch auf die Rauchdauer aus, ganz logisch. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall später nochmal, aber erstmal grundsätzlich. Also von der Verarbeitung her ist das ganze Ding top. Okay, die eine Macke, die ich oben in dieser Rille habe, ja, okay, das kann euch passieren, ne? Nicht alles ist komplett fehlerfrei. Warum habe ich jetzt nur zwei Kohlen benutzt? Ganz einfach, ich habe am Anfang mit drei Kohlen geraucht, also zwei Kohlen in der Smokebox und eine auf Kipp. Das Problem dabei ist, muss ich sagen, es ist für mich Verschwendung, weil ich habe es nie geschafft, alle drei Kohlen zu verwenden. Weil normalerweise rauche ich immer mit zwei Kohlen drin, eine auf Kipp, rauche die so lange, bis die Kohlen klein genug sind, klopfe die Asche ab und tue alle drei in die Smokebox. Soweit habe ich es aber nie geschafft, weil vorher der Tabak verbraucht war. Deswegen rauche ich mit zwei Kohlen und mache dann halt den Deckel drauf, um ein bisschen mehr Hitze zu bekommen. Ich weiß nicht, wie warm das Ganze jetzt ist. Ja. Also wie gesagt, dadurch, dass der Kopf mit Steinen ist, ne, braucht er eine ganze Weile, bis der warm ist. Ich würde sagen, wir rauchen das jetzt mal an und bevor wir das machen, habe ich noch einen Punkt, den ich gerne erwähnen möchte. Da ihr hier unten so ein ziemlich großes Loch habt, passt auf, dass ihr da schön breite Dichtungen nehmt, weil der Kopf frisst gerne mal Dichtungen. Ja? Also ich habe das auch schon probiert mit einer kleinen, dünnen Dichtung und der Kopf hat die gefressen und dann ist das ein ziemliches Gepiepel, bis ihr das wieder raus habt. Aber wir gucken jetzt mal, ob der Kopf schon da ist, beziehungsweise wir rauchen den jetzt mal an. Ja, da müssen wir schon fast gar nicht mehr anrauchen. Aber der kann noch ein bisschen Hitze vertragen. Ich mache jetzt mal schnell den Deckel drauf, rauche das Ganze kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ich habe den Kopf jetzt mal ganz fix angeraucht mit Deckel drauf. Ich sage es vorneweg, es ist jetzt nicht die Mega-Rauchentwicklung, liegt aber auch daran, dass ich eben nur zwei Kohlen verwende, weil, wie gesagt, drei sind für mich Verschwendung. Aber wir nehmen jetzt mal einen Zug. Und ich finde, das ist voll okay. Ich rauche noch mal kurz in die Kamera. Ja, also rauchentwicklungstechnisch kann man nicht meckern. Ja, kommt natürlich immer drauf an, wie ihr euren Kopf baut, aber ich finde, das geht so klar. Also welche Smokeboxen passen denn überhaupt drauf? Eigentlich alle gängigen, also die Amy Heatbox passt drauf. Der Lotus 1, Lotus 1 Plus, Lotus 2 sogar, also eigentlich alle. Die liegen perfekt in der Lippe, kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Ich finde auch, man kann den Kopf super entspannt mit zwei Kohlen und Deckel rauchen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das möchtet, auch drei Kohlen verwenden. Das ist natürlich wieder jedem freigestellt und natürlich Geschmackssache. Durch dieses schöne große Pfannenloch, was ihr habt, ist der Durchzug auch super. Ich zeige das euch nochmal eben schnell. Und wie ihr seht, der Kopf ist jetzt auch richtig warm und raucht auch ordentlich. Ja, also wie gesagt, Durchzug ist super. Das sieht bei mir immer so aus, als würde ich da übelst dran ziehen. Es ist auch so, ich ziehe wie ein Pferd, ehrlich gesagt. Ne? Aber der Durchzug ist auf jeden Fall super smooth. Natürlich kommt es auch wieder darauf an, wie ihr den Kopf baut. Aber wie finde ich den Kopf persönlich jetzt und wie würde ich ihn bewerten? Also, qualitativ, bis auf diese zwei Macken, die ich in dem Kopf habe, kann ich absolut nichts sagen. Der fühlt sich auch sehr schön wertig an, liegt gut in der Hand, lässt sich eigentlich ganz gut bauen. Und ich würde sogar sagen, es ist ein super Einsteigerpfannel. Warum ist es ein guter Einsteigerpfannel? Naja, er lässt sich relativ einfach bauen, ist tabaksparend, was einem Anfänger ja vielleicht doch wichtig ist, der nicht wie ich ein gutes Kilo Tabak im Monat durchhaut. Na, und die Rauchdauer ist jetzt auch nicht zu lang. Na, durch dieses kleine Depot und halt nur 14 Gramm, die, so wie ich baue, reinpassen, rauche ich so ungefähr eine Stunde, maximal eine Stunde 10. Mit Zeus oder Oblako
kriege ich auch locker anderthalb Stunden bis eine Stunde drei Viertel hin. Das ist gar kein Problem. Hier habt ihr eine Rauchdauer von ungefähr einer Stunde bis einer Stunde 15. Das ist gerade zum Anfang, wie ich finde, überhaupt kein Problem. Das ist auch super. Ja, also er bewegt sich so von der Rauchdauer her im Mittelfeld. Also von daher absolut top. Hitze speichert er auf jeden Fall durch dieses Stein-Ton-Gemisch super. Gibt die auch super weiter. Aber er braucht halt eine Weile, bis er auf Temperatur ist. Ganz klar, braucht der Abo zum Beispiel ja auch. Geschmacklich muss ich sagen, finde ich Köpfe immer relativ schwer zu bewerten. Weil einerseits ist es abhängig von dem Setup, was ihr habt. Also raucht ihr mit Alu oder Smokebox, das schmeckt ja dann trotzdem unterschiedlich. Und wie baut ihr den Kopf? Ja, presst ihr das jetzt mehr an oder baut ihr das fluffig? Na, ist immer auch ein Stück weit, wie baut ihr Köpfe? Aber für mich geschmacklich auf jeden Fall super. Der holt gut die Nuancen raus. Ihr habt einen schönen, konstanten Geschmack. Ja, der verteilt die Hitze super. Und was ich dem Funnel sehr hoch anrechnen muss, ich habe es bis jetzt immer geschafft, den Tabak komplett durchzurauchen bis unten. Also er war komplett verbraucht. Ja. Manchmal habt ihr das ja bei Zeus oder so, dass ihr unten noch so diese ja, weiche, noch fast sogar normal aussehende Schicht habt. Das ist hier nicht so. Ihr raucht den wirklich komplett durch. Heißt also, ihr verschwendet keinen Tabak. Nichtsdestotrotz wird er bei mir den Zeus auf keinen Fall ablösen. Wenn ich allerdings jetzt, ich habe Dienstag und Donnerstag zum Beispiel Schule, weil ich noch eine Weiterbildung zum technischen Fachwirt mache. Und wenn ich dann heimkomme, habe ich nicht mehr so viel Zeit, weil ich den nächsten Tag ja wieder aufstehen und auf Arbeit gehen muss, um den Kopf zu rauchen. Also kann ich mir da keinen Zeus bauen und den noch knapp 2 Stunden rauchen. Dafür ist der Traverten auf jeden Fall super gut geeignet. Also wenn ihr nur so eine Stunde Zeit habt, um den Kopf zu rauchen, geht schnell zu bauen, Smokebox drauf, Kohlen rein, fertig und ihr braucht nur 2 Kohlen. Also ein super sparsamer Funnel, wo ihr den Tabak komplett verbraucht mit einem sehr guten Durchzug. Kommt natürlich drauf an, wie ihr den Kopf baut, aber er ist relativ easy zu bauen. Es passt jede gängige Smokebox drauf, Hitzeverteilung top, Qualität ist okay. Ja, ist jetzt klar, wenn ihr jetzt die Macken nicht hättet, wäre er super. Frisst manchmal eine Kopfdichtung, finde ich jetzt nicht so geil, aber ist zu verkraften. Und ansonsten ist es ein Top-Kopf. Ja, also ich finde, der darf in keiner Funnel-Sammlung fehlen. Punkt. Das ist meine Meinung zu dem Kopf. Und wenn ihr natürlich Erfahrung mit dem Kopf habt, dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich lese mir auf jeden Fall jeden Kommentar durch. Ich freue mich auch über jegliches Feedback. Also von mir nochmal abschließend ein super Kopf. Darf für mich in keiner Sammlung fehlen, hat eine mittlere Rauchdauer, braucht nur 2 Kohlen, ist sehr sparsam, Durchzug ist super und geschmacklich, kommt drauf an, wie ihr den baut, aber ist top. Und dann bleibt mir von mir nichts weiter zu sagen, außer ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei Maishish.